Was bisher geschah? Und weil ich so fest daran glaube, ist es nicht mein Traum, Synchronsprecherin zu werden, sondern mein Ziel. Und ja, da möchte ich euch alle gerne mitnehmen. Wir warten auf unseren Zug nach Berlin, weil wir fahren für ein paar Tage auf die Berlinale. Das ist der Bejo. Falls ihr ihn nicht kennt, habt ihr nichts verpasst. Nein, Kanallink in der Infobox. Ein guter Freund von mir. Und wir sind keine Freunde. Stimmt. Auf jeden Fall in Berlin mache ich auch so ein paar Schritte in Richtung Ziel, Synchronsprecherin zu werden. Ja. Genau. Was machen wir unter anderem? Wir gehen in ein Synchronstudio und machen professionelle Aufnahmen. Außerdem besuchen wir richtige Profi-Synchronsprecher, nämlich Charles Rettinghaus, der spricht zum Beispiel Jamie Foxx, Robert Downey Jr., Deacon von King of Queens, Jean-Claude Van Damme. Und der hat uns zum Essen eingeladen. Ja, also Ronald Nitschke ist auch dabei, der ist jetzt Synchronsprecher von Tommy Lee Jones. Und so weiter. Ich bin so aufgeregt, weil das sind ja meine absoluten Idole. Gucken mal, was sich alles dort ergibt auf der Berlinale, welche Connections wir da Lisa haben. Lisa treffen wir bestimmt auch, diese Synchronsprecherin von Chloe Grace Moretz. Und Emily Browning, beides meine Lieblingsschauspielerin, der Hammer. Und hier kommt gerade unser Zug. Und auf geht's nach Berlin. Yep. So, wir sind jetzt im Studio von dem Kollegen vom Bejo, dem Murat Özgür. Und der hat hier seinen eigenen, der ist Synchroncutter. Synchroncutter, Selbstsprecher. Und Sprecher, genau. Und er hat hier sein eigenes Aufnahmestudio. Und hier dürfen wir beide ein paar Aufnahmen machen. Mhm. Und haben mit ihm auch ein bisschen über den Beruf Synchronsprecher gequatscht. Sprecher, er meinte auch, dass es schwer bis unmöglich ist, Synchronsprecher zu werden in Deutschland. Aber es hält mich ja trotzdem nicht davon ab. Also, dass es sehr schwer ist oder unmöglich, ist jetzt gerade, also die Aussage stimmt jetzt nicht mehr, weil es gibt so viele neue Produktionen und es gibt Bedarf an Synchronsprechern. Aber ich meine, das sagen alle. In jeder Branche. Man muss halt kämpfen und wenn man niemals aufgibt, kommt man zu seinem Ziel. Irgendwohin aber meinst kommt du, man. Ich brauche eine Schauspielausbildung noch wirklich? Weil das ja viele Studios dann erfordern. Ich sag mal so, du hast jetzt eine tolle Referenz, tolle Produktion, also gleich große Big-Budget-Produktion. Und deutschlandweiter Film, also beziehungsweise weltweiter Film, ist natürlich wieder was anderes, als wenn es eine kleine DVD-Produktion ist. Würde ich damit hausieren, definitiv. Und das ist so deine Eintrittskarte und den Kontakt mit dem Regisseur definitiv warm halten. Ja, muss in Erinnerung bleiben. Brauche ich eine Agentur, wenn ich als Synchronsprecher starten will? Nicht wirklich. Also du müsstest jetzt da, wo du warst, bei der FFS, da gibt es eine Aufnahmeleitung. Ja. Und da die jemanden schnappen und sagen, hey, denk mal an mich. Filmsynchron ist halt das, was so Spaß macht. Ja. Auf was man dann auch wieder. Das ist auch mein Ding, Film und Serie. Das ist eigentlich gar nicht so mein, wie soll ich sagen, die Intention, die ich dahinter habe. So, ja, ich muss davon auf jeden Fall leben können. Und ich denke aber auch, es ist da auch mein Vorteil, dass ich gar nicht so nervös und abhängig an die Sache rangehe, sondern weil es mir Spaß macht. Ja, klar, ich weiß auch, dass es sehr schwierig ist und ich glaube auch, dass es auch für mich sehr schwierig wird, weil ich hatte Sprachfehler. Ich habe zum Beispiel genuschelt, gestottert. Das habe ich durch YouTube immer mehr abgelegt, aber das ist halt etwas, was ich noch wirklich trainieren muss. Aber es hat etwas, was mir richtig, richtig Spaß macht. Ich hätte da noch die Frage, wie sollte denn ein Demo-Band von einem Synchronsprecher aussehen? Also ganz, ganz wichtig ist es, dass man gerade die Regisseure, die Aufnahmeleiter und all die Leute, die halt komplett damit was zu tun haben, die darf man natürlich nicht nerven. Heißt, die haben keine Zeit, keiner hat Zeit, heißt wirklich bam, bam, bam. Ganz kurz, maximal eine Sekunde, gefühlte. Also ist dann maximal wirklich 30 Sekunden bis zu einer Minute. Ja, so eine abgeschlossene kleine Szene. Dann ist es so, okay, lass mal nochmal gucken. Dann haben die nochmal Lust und gucken das nochmal. Also das immer hungrig lassen die Leute. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Okay, alles klar. Deine Top-Chart-Hits und viel mehr im Yamba Top-Tonabo. Was hast du? Für Videophone, Sender, Nein! Solche Sachen oder, keine Ahnung, oder das. Sei einer von 36 Teilnehmer, 4 Routen, 2 Tage, 1 Gipfel, Zugspitze Deutschland. Bla 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 bla. So, und das wäre zum Beispiel... Das wird man chargiert, oder? Genau, sie weiß Bescheid. Jetzt nehmen wir auf. Ich bin gespannt. Let's go into the cabin. My sweet little cabin. Hat nicht viel Arbeit. Ach, sollte ich jetzt schon? Nee. Ach so, sorry.
Angenommen, Sie so... Oh. Sorry. Ich bin immer zu schnell, ich kenne das schon. Unsere Texte machen Sie attraktiv für Ihre Kunden. Okay. Was kann ich besser machen? Also mehr Stimme bedeutet lauter, oder was bedeutet mehr Stimme? Und wenn Sie wollen, schreiben wir Ihnen sogar Liebesbriefe. Und? Angenommen, Sie suchen einen Texter, um die Frau Ihrer Träume zu erobern. Wen würden Sie wählen? Den billigsten Schreiberling oder den Meister der verzaubernden Worte? Unsere Texte machen Sie attraktiv für Ihre Kunden. Und wenn Sie wollen, schreiben wir Ihnen sogar Liebesbriefe. Okay. Ja. Hier hat alles gestimmt. Eine Hausaufgabe wirklich üben. Mhm. Sprache. Also ich selber bin 24 Stunden am Üben, also weil ich muss das ja andauernd machen. Und für mich ist das jedes Mal eine Herausforderung. Wirklich jedes Mal, wenn ich einen Auftrag habe, ist es so wie, ich kann nicht sprechen, ich lerne jetzt gerade sprechen. So. Okay, also okay. Ich komme mir immer sprachbehindert vor. Jedes Mal aber. Und ich mache das seit 15 Jahren jetzt. Alles klar. Und also der Engelbert von Nordhausen, Stimme von Samuel L. Jackson, der hat mir gesagt, er ist jetzt irgendwie über die 60er Marke und soweit topfit. Und er meint, der übt jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Ah, krass. Also immer noch, ja, obwohl er jeden Tag spricht. Also, das darf man echt nicht vernachlässigen. Probieren wir mal. Genau. Lass dich auf keine Frequenz ein, mach es einfach. Komm. Und du spielst das jetzt mal bitte. Und das, ich muss mal lesen, ich kann den Text nicht auswendig. Ja, klar. Du kannst es auch lesen. Nun mach schon, bist du etwas schüchtern? Das ist die Gelegenheit. Aber ich bin, höre mich genauso an wieder. Ja, jetzt bist du automatisch. Ich weiß nicht warum. Ja, sag mal einmal den Text. Sag den Text jetzt mal so. Einfach so vorlesen. Nun mach schon, bist du etwas schüchtern? Das ist die Gelegenheit. Jetzt bist du tiefer. Jetzt bist du normal. Aber weiß nicht. Ja. Nun mach schon, bist du etwas schüchtern? Das ist die Gelegenheit für dich, mal etwas zu machen, was vor dir noch keiner gemacht hat und niemand wiederholen wird, solange die Menschheit existiert. Und wenn durch nichts anderes, dann bleibst du in Erinnerung als derjenige... Oh Gott, ja. Solange die Menschheit existiert. Und wenn du nicht... Ja, Mist. Shit. Nun mach schon, bist du etwas schüchtern? Warte nochmal, ich hab nicht auf den Text gekommen. Chrissy, vergiss mal das Original. Vom Tempo her. Okay, weil du denkst, glaube ich, die ganze Zeit an das Original und versuchst so schnell sein wie sie. Aber ich spiel's einfach mal. Nun mach schon, bist du etwas schüchtern? Das ist die Gelegenheit für dich, mal etwas zu machen, was vor dir noch keiner gemacht hat und niemand wiederholen wird, solange die Menschheit existiert. Und wenn durch nichts anderes, dann bleibst du in Erinnerung als derjenige, der das hier getan hat. Diese eine Sache. So, ich habe gerade meine erste Filmszene synchronisiert, also mit richtigen Schauspielern, nicht animiert wie bei Baymax oder so. Es war richtig schwer, das ist nochmal ein mega Unterschied und Und es war gut. Ach, er sagt, es war gut. Ich war nicht so ganz zufrieden mit mir, aber ich werde mich bessern auf jeden Fall. Wir sind unterwegs und zwar, Bijou ist eingeladen bei Freunden und das ist unter anderem der, da sind bekannte Profi-Synchronsprecher da. Da bin ich ein bisschen aufgeregt, dass ich heute Idole von mir kennenlernen darf. Nämlich den Synchronsprecher von Jamie Foxx und Robert Downey Jr. Charles Rettinghaus, richtig? Genau, der. Und den Synchronsprecher von Tommy Lee Jones werde ich heute kennenlernen. Und da bin ich sehr aufgeregt, dass ich damit kommen darf und die kennenlernen darf. Und vielleicht kann ich mir da auch gute Tipps holen. Beim nächsten Mal. Du sprichst unter anderem Jamie Foxx, Jean-Claude Van Damme, Robert Downey Jr. Ihr wisst ja alle, ich bin totaler Fan von Dexter. Dexter ist meine Lieblingsserie. Und wer ist hier? Der Synchronsprecher von Dexter ist hier. Hallo. Genau, super, Andi. Der Akku ist an.